Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf dem Kanal mit einem neuen Video. Wir drehen heute Wer würde er? Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht, beziehungsweise meine Mods und Omet. Dankeschön an euch. Nur wenn alle vier richtig sind, kriegen wir einen Punkt, by the way. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir legen direkt los mit dem Video. So, ihr seht auch schon, eine neue Kollektion ist am Start. Am 3.12. haben wir einen Pop-Up-Store in Berlin. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Da sind auch viele Kumpels, wie zum Beispiel Rort. Wir sind alle da. Wir sind vor Ort. Eidos. Die Kollektion ist am Start. Oh ja, kommt keine vorbei. Die Sachen gibt es aber schon im Shop. Ich lese jetzt immer die Frage vor und dann halten wir rein, wer es am ehesten tun würde. Ja, checkt natürlich auch die anderen Videos ab. Heute kommt ein Vlog bei Rort. Bei Eli kommen unangenehme Fragen, Part 2. Und bei Willi kommt der Vlog von gestern. Ihr merkt auch schon, Rort nimmt nebenbei ein bisschen auf. Okay, erste Frage. Passend zur aktuellen Lage. Wer würde am ehesten in der Wildnis überleben? 7 Tage. In der Wildnis? Müssen wir auf den Nenner kommen, oder? Ja, weil wir dann zeigt es ja, wie gut wir uns verstehen. Ja, okay. Ja, stimmt, wir müssen auf den Nenner kommen. Sollen wir ja, aber guck mal. Okay. Ja, okay, lass mal alle. Aber jeder gibt auch seine Meinung. Okay, ja, geben wir man muss Meinung begründen, warum. Okay, 3, 2, 1, los. Ich hab Sid, Willi hat Sid, Eli hat Eli. Du hast dich? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das nicht machen würdest, weil du so Angst hast. Ja, was, weißt das du? Ist auch deswegen der Minuspunkt, aber trotzdem, ja. Was hast du? Ich hab gedacht, dass ich hab ihn letztens gefragt, ob Dings, er hat gesagt, komplett falsch geht. Also nicht ein Tag. So ein Ding gewesen zwischen uns beiden und ich weiß nicht, ob du dich selber nehmen würdest. Hast du ihn mal gesehen? Ihr denkt vielleicht, dass Sydney, ja, okay, cool, du weißt, wo die Hauptstadt von denen und denen ist. Nein, ich bin so, weil ich kann jede einzelne Doku von Survival. Ich kann richtig lange nichts essen. Oh. Nice. Real Talk, ich kann richtig lange nichts essen. Ich hab extrem krasses Durchhaltevermögen und ich bin ehrgeizig. Du hättest Angst. Ich würde da die ganze Zeit rumliegen. Ich bin geschickt. Ich bin schlau, was die ganzen Sachen angeht, was Früchte angeht und sowas. Du würdest irgendeine Scheiße essen? Nein, will ich nicht. Ich hätte halt bei ihm gesagt, weil er zu doll Angst hat. Und wen hast du jetzt genommen? Ich kann kommen. Ich habe mich selber genommen, weil ich nicht wusste, ob du dich nimmst. Also, ich hätte auch als zweiten den Sport genommen. Also ich würde es schaffen, denke ich da. Nein. Ganz kurz, ich bestelle jetzt einfach 10 Tacos? Wer würde am ehesten den Geburtstag von dem anderen vergessen? Ich hab's. Warte. Ich auch. Ich noch nicht, weil die Bestellung noch nicht abgeschlossen ist. 1, 2, 3. Guck, das könnte jetzt Lebensbeweis für schlauem Leben sein. Na, ach, Digga. Wen hast du? Ich hab mich, du hast mich und Eli hat mich, er hat Eli. Warum? Er weiß nicht mal, wann wir Geburtstag trotzdem haben. Bist du blöd. Ich weiß es safe. Doch, 2., 4. Was? 2.4., 12.4. Falsch. 12.4., 2.4. Ja, aber er weiß ja nicht mal, wann wir Geburtstag haben. Wann hat Eli Geburtstag? Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel. Ja, deswegen. Weißt du, wann er Geburtstag hat? Wann hab ich Geburtstag? Am 16.11. Am 16.11. Ich hab dir gratuliert. Aber das war vor kurzem, das weißt du. Ich weiß nur, weil ich immer bei dir eintragen muss wegen Reisen. Bei mir war jetzt Eli nur, weil es zum Beispiel irgendwie verwechselt oder so. Oder so, aber er weiß ja nicht mal, wann wir Geburtstag haben. Ja, das ist ein Call. Wer würde eher einen Monat auf Stream verzichten? Wir wissen alle, wer es nicht ist. Warum Sid? Ich hab auch Sid. Mann, Digga, was hast du genommen? Redest ich von hätte jetzt Willi gesagt wegen Fußball. Ja, aber er interessiert doch gar nicht. Ja, so, Digga. Ich war jetzt 2 Wochen, stream ich gerade nicht. Ja. Der ist so, wenn er reisen ist, ja gut, dann bin ich halt auf Reisen. Bei Eli, Digga, der kriegt ja schon einen Halsschlagader, wenn er eine Stunde vielleicht nicht irgendwie. Ja. Also Sidney da, hätte ich auch gesagt. 3-1, ja. Ja. Wieder nicht. Wort, ne? Ja, nee, vorher warst du. Nee, war meine Schuld. Wir haben morgen einen Termin, 16 Uhr, wer würde am ehesten zu spät kommen? Jetzt in der Konstellation im Urlaub. Ich habe das Gefühl, ich erinnere mich. Ich hab Willi. Warum denn du hast mich. Du hast Sid. Warum denn ich, Digga? Ich bin immer der Erste, der von uns fertig ist und hier oben wartet, Digga. Hä, was ist mit mir? Ich bin auch immer fertig. Ich auch. Also man muss sagen, bei uns kommt eigentlich... Ja, gestern warst du. Wir sind pünktlich, aber... Gestern, 12 Uhr, habe ich das Kommando bekommen, Abfahrt. Wann sind wir abgefahren? Ja, wir sind eigentlich alle gar nicht unglücklich. Sagt ihr mich? Weil du am verplant bist und dann vielleicht irgendwie einen Termin verpinnst oder so. Frühzeitig fertig. Weil wir am ehesten nach L.A. ziehen. Also wenn wir hier nicht auf einen Nenner kommen. Wen hast du genommen? Ja, gut. Punkt.
erzählt. Also das wäre... Ich mach's nicht, aber... Ja, weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Ja. Wer würde am ersten einen Monat auf Sex verzichten? Ich weiß, wer es nicht ist. Der molchige Junge. Digga, er ist so ein Lustmolch. Das ist eine richtig easy Frage. Ja. Boah. Ich hab Rojo. Er hat eine Freundin, die beiden sind die schlimmsten Menschen der Welt. Das also bin ich nicht. Man muss sagen, er... Oh, jetzt in die Schutzposition, weil er zwei Wochen mit Syphilis rumgelaufen ist aus Mallorca und sonstiger Scheiße und irgendwelche Mandelsteine hat seit Wochen. Natürlich. Geht das nicht. Ja, aber du bist schon schlimmer. Ja, ja, ich bin wieder der Schlimmste. Aber du hast ja, echt... Ich. Ja, ich hab wieder Probleme. Wie sagst du immer, was ist er? Nymphoman. Er ist sexsüchtig. Okay. Ja. Aber das Wichtige ist bei Nymphoman, dass er auch darauf steht, viele verschiedene Partner zu haben. Das ist wichtig zu verstehen. Ja. Ich hab hier, normal ist hier ein Getränkeautomat, da sind aber Frauen und dann gebe ich die Zahl ein, dann kommt die raus. Nee. Wer würde am ehesten unangenehme Sachen in der Öffentlichkeit machen? Ja, brauchen wir auch nicht lange diskutieren, das Ding. Gib uns Punkte. Sydney. Ja, ganz klar. Geburtspunkte. Macht ihr auch so. Ich bin nicht so das schamlos. Das ist auch gar nicht, wer würde eher, sondern wer würde. Ich habe nicht so ein Schamgefühl. Das hast du nicht so, auf jeden Fall nicht. Wer würde am ehesten eine komplett fremde Person küssen? Boah, wir sind wir auch so, komplett das ist ein einig. Anders. Nee. Hör auf, ich habe zig Beispiele. Ich habe zig Beispiele. Also, Digga, du hast gar keine Ahnung. Ja, ey, ich schwör's euch. Der aber fürs Mallorca. Team, das hättest du. Ja, Willi, also. Ja, aber der, ich nicht fürs Team. Es geht im Prinzip, weißt du, wie schnell der rumleckt? Nein. Mann, Digga. Der ja, ich glaub dir das. Boah, der kommt manchmal zu mir und sagt einfach, Willi, ich hab gerade mit der rumgeleckt. Und plötzlich 10 Minuten später siehst du ihn irgendwo anders. Ja, nur, also, wenn ich besoffen bin. Ich kann das. Sag ich bin am helllichten Tag. Okay, Frauenfeld war auch so. Ich hab ihn mal so 10 Minuten nicht gesehen. Auf einmal war er mit irgendeiner rumgemacht. Ja. Wer würde am längsten aushalten ohne Schlaf? Also so 3 Tage wach, 4 Tage wach. Ach scheiße, stimmt. Ich hab Willi vergessen. Willi? Ich hab Willi vergessen. Was dich? Das Ding ist, ich kann halt sehr lange ohne. Roger hat doch schon mal gemacht mit Abu. Und zwar viel. Ah, nee, das war nicht viel. Das war 2 Tage. Ja, aber das ist nicht viel. Am längsten aushalten ohne Schlaf? Ja. Ich hab das aber auch schon sehr perfektioniert. Ich würde sagen, halt der Jüngste. Weil ich auf keinen Fall. Wenn man jünger ist, ist halt einfacher. Nee, ich nicke ein. Aber du schläfst auch viel. Also ja, ich schlaf viel, aber wenn ich nicht schlafen muss oder nicht will, dann schlaf ich auch nicht. Ganz aber er ist schon hart, ja. Also schwierig. Ich glaube, er ist ein schweres Battle. Nee, ja? Nee, Willi nickt so schnell ein. Was? Ja, du bist gerade eben beim Fußball gucken. Du schläfst wenig, vor. Aber ich weiß nicht, wenn ob die du Situation lange kommst, aushalten bist du weg. Das Ding ist, du warst halt noch nicht in der Situation, wo du so also richtig kämpfen musst. Also ich war schon mal über 40 Stunden wach. Also hast du oft so offen geschlafen. Ja, in Paris. Aber nochmal länger als 48 wach. Habe ich aber. Ja, okay, weiter. Wer würde ein Jahr lang keine Musik hören? An einen Strang? An einen Strang, nochmal ein alle Team. Kurz nachdenken. Ja, ich hab... Passt eure Antwort? Eli? Eli. Ja. Weil ihr drei seid schon sehr süchtig. Ja, weil er denkt ja, er hat mit Playboy Musik Cardi. Gefickt. Er denkt ja, er ist OZ. Ja, ja. Sydney ich bei glaub, jeder ich Auto. Aber auch. Nein, Mann, du bist bei jeder Autofahrt so. Ja. Aber ich fahre nicht so viel Auto, wenn ich in Berlin bin. Ja, aber du weißt selber. Nee. Du hörst im Stream Copyright Music, Junge. Ja, weil alles. Ich Angst habe. Ich könnte das gar nicht. Ja, weil ich auf meinen Kanal achte. Oh, wow, ich bin. Oh, like I'm Balotelli. Ey, such mal jetzt bitte auf seine Füße. Okay, wer würde am ehesten ein Jahr lang nur ein Paar Schuhe tragen? Mit 2 Konkurrenten. Ja, ehrlich? Ich muss gerade überlegen. Nee, aber denk mal ganz klar nach. An einem Strang. Aber okay. Mir fällt nicht sein. Ich muss ich jetzt, ich gehe nach Gefühl. Ich weiß, dass du dich selber genommen hast. Einfach aus Prinzip. Ich auch. Nee, nicht aus Prinzip, weil ich es auch machen würde. Wen hast du? Aber ich hab du? Eli. Ja. Ja, Eli hat ja einen zweiten. Ja, ich auch einen zweiten. Aber ja, aber ich könnte halt, Digga, ich könnte. Ja? Also wirklich ein Jahr lang oder zwei. Ich könnte auch ein Jahr lang meine dieselben Schuhe tragen. Gar nicht, Digga, ich habe 3 Jahre lang dieselben Schuhe getragen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja, ist ja nicht schlimm, verwerflich dran. Aber ich würde easy. Okay. Wer würde eher ein Kind bekommen? Wer bekommt am ehesten von uns ein Kind? Ja, wenn man ganz logisch denkt. So, es gibt auch eine zufällige Produktion. Ja, das meine ich ja. Ja, dann wieder auf Willi gehen, ne? Aber hier einer, der vielleicht bald heiratet. Oh, ich sag's. Ich? Nee. Also ich würde mich natürlich auch freuen, ne? Los. Du würdest dich freuen? Ja, nicht für mich. Und Papa wird. Eli! Ja, aber ich dachte, ihr seid gerne Vater. Ich würde sagen, einer von euch hätte vielleicht auch irgendwo mal reinhalten. Digga, das ist... Ja, der geht erzähl's ja immer. Erzähl's den Menschen da draußen. Was denn? Ja. Verhütungsmittel bei dir. Ein Kondom. Nicht immer. Ja, hör auf! Meinst du?
Wie, was verhütest meinst du? Verhütest du immer mit Kondom? Sein dritter Name ist Roberto Blanco. Ja, das ist wirklich so. Ja, manchmal, hältst du da noch rein? Hast du ein Pull-Off-Game? Erstens mache ich nur, wenn ich einen Sitzen habe. Ja, das ist ja immer so. Wenn ich einen Sitzen habe, dann kommt du dazu. Sonst habe ich keine Zeit für Frauen. Und dann, manchmal bin ich halt zu besoffen, dann komme ich nicht, dann wird auch mal das Ding abgezogen. Sonst dauert das noch länger. Also ich sag, das ist halt. Das ist Roberto Blanco. Und du bist immer die Stiefel an? I'm satisfied. Immer die Stiefel an? Ob es regnet, Eisenstollen, ob es trocken ist. Dieses Jahr bin ich auch komplett mit Stiefeln unterwegs. Immer angehabt, wenn es regnet. Das ist ja nice. Aber da muss halt das Pullout-Game gut sein, ne, Eldo? Strong. Wer wird am ehesten Casino-Stream? Die Frage ist, wen nehme ich? Okay, jetzt ist die Frage. Wir brauchen den Deal. Weil wir geben noch eine Zahl. Für einen Euro. Sag mal eine Zahl. 40 Millionen. Oder 40 Millionen. Eine schlechte Zahl. Okay, 5 Millionen. 5 Millionen? Was? 5 Millionen. Im Jahr? Im Jahr. Ich würde einen, also wenn fürs Team denken. Ja, fürs Team denken. Ja, guck. Got you. Ich hab Brojo. Warum ich? Wir würden es niemals machen wegen Vita-Welt und Elevate und so. Ich würde es auch niemals machen. Aber du hast es zu verlieren. Ich würde es mies machen, echt. Nein, ich würde es nicht machen. Was hast du geschrieben? Hast du nicht geschrieben? Du hast doch ab und zu Casino gespielt. Ja, aber privat. Vlogt diese private. Nein, aber ich spiele auch selber jetzt nicht mehr und ich würde es auch nicht streamen. Wer würde am ehesten ein Jahr lang nur Vita-Welt trinken? Nur Vita-Welt? Nachdenken. Okay. Nur, man darf nichts anderes trinken. Okay. Ich hab einen richtig schlauen Call. Ich habe auch einen richtig schlauen Call. Eli? Eli. Warum du Sport? Du trinkst doch Alkohol. Digga, das war auch mein Call. Warum denn Willi? Ja, weil, keine Ahnung, weil er Sportler ist, Mann. Ich dachte, so denkt ihr. Er trinkt auch Spirituosen, das kann man sagen. Ja, wenn wir aufsteigen, Meisterschaft. Ja, genau, da. Dann trinkst du da mal. Hast du, da ist aufgestiegen, er trinkt auf dieser Bank ist aufgestiegen. Ist Eli ist zu Hause, streamt, bei dir auch, aber bei dir auch ab und zu. Am zweiten hätte ich dich genommen. Da würde ich am ehesten eine Glatze schneiden. Eine Glatze? Da würde es so lustig aussehen. Aber so Kahlglatze mit Silette, das glänzt. Ja. Ey, weißt du, was geil wäre, wenn wir eine Challenge machen, wer sich von uns drei heute eine Glatze schneidet? Ich hab Rasierer dabei. Ja, niemals. Ich halt rein. Warte, du hast gerade gesagt niemals? Ne, ich halt rein. Ja, jetzt ist spät. Ich spiel fürs Team. Digga, ja, hä? Warum was ich schneid mir niemals hat eine Glatze. Hat er mich genommen? Schneid mir doch niemals eine Glatze mit Glatzglatt. Was hast du? Und du? Hä, warum? Digga, er ist wirklich, also teilweise, er hatte doch schon fast eine Glatze. Ja, aber ich schneid mir doch keinen Amarkopf dazu. Ja, aber so. wer würde eher? Ich würde es niemals machen. Ich auch nicht. Ja, das weiß ich jetzt, was machst du mich so an? Digga, was die das? Calls manchmal so lost sind. Mann! Wer würde am ehesten einen Monat lang nur noch Süßigkeit essen? Nachdenken. Wen habt ihr? Sydney. Ja, warum? Ich esse nicht mal Süßigkeiten. Ey, du bist eine Naschkatze. Ich mag keine Süßigkeiten. Ich auch nicht. Ja, Ruhat. Weil ich dachte, ihr ich esse nicht mal Süßigkeiten. Mann, guck ihn dir an. Ja, du bist eine Naschkatze. Nein. Ja, du bist ein ich mag keine Süßigkeiten. Mann, Digga, du hast ein Kilo Hanuta neben deinem Streaming-Setup. Und seit wann liegen die da? Seit 2 Monaten, weil ich die nicht esse. Oh. Sydney, du warst der Einzige, der keine sich Süßigkeiten. Du hast dir Cookies. Ich hab ja einmal Cookies mit Reese's geholt. Und du hast dich mehr gefreut als die Ausschüttungen bei irgendwelchen. Ich hab 2 gegessen. Ja, Ausstrahlungen. Digga, also du hast dich so gefreut, als du die neue. Twizzlies und was. Ja, ich stehe auch dazu, aber du bist so. Ich mag keine Süßigkeiten. Ehrlich. Mustard bei ich sowas. Mag keine Süßigkeiten. Du bist ein lecker Mäulchen. Ich mag so Essen, wo ich was einschucken kann. Ja, Aioli. Ja. Oder. Ja, same. Mit Fleisch, mit Reis bisschen. Fleisch. Ein bisschen Gemüse, so Petersilie so. Lecker. Ein Aioli. Und dann so Essen, das mag ich. Lecker Mäulchen. Aber Süßigkeiten mag ich nicht. Ich mag auch keine Desserts und so. Wer würde am ehesten 6 Monate lang seine Haare nicht schneiden? Ey, Jungs, das geht nicht. 6 Digga, Monate? Rein, wenn man logisch denkt, haben wir eine Antwort. Echt jetzt? Ja, wenn man logisch denkt. Ich denk, und ich gebe dann Ahnung, auch das Argument dazu. Ein. Ich hab Rojo. Ich hab Eli. Ich hab das. Und ich hab Willi. Wir haben hier Junge, warte, und jetzt bin ich auf jeden scheiß Argument gespannt. Also, ich fang an. Okay. Ich hab Eli, weil Eli in einer Beziehung ist und Melli ihn so liebt, wie er ist. Gute. Und nicht so viel Wert dann drauf legen muss. Okay, wie sehe ich heute aus? Ja. Und wenn du mal ein bisschen längere Haare okay. hast, dann ist es so. Ich hab Sydney, weil du hast, wenn deine Haare lockig, du hast so lockige Haare und das hättest du so ein Afro. Vielleicht würde das gar nicht so scheiße aussehen. So ab eine Woche krieg ich fast
Totalausfall, eine Panikattacke, wenn ich ins Spiegel gucke. Aber du, bei dir würden, du hättest so ein Afro, ja, wie so ein Witzel. Aber weißt du? Ich find's bei mir gerade auch schon respektlos schlimm. Nee, ich such schon die ganze Zeit Barber. Wenn das so? Ich hab Rot, weil ich weiß, dass ihr beide euch niemals die Haare nicht schneiden würdet. Und so. Okay. Das stimmt sowieso nur. Ja, und du? Aber trotzdem. Und ich hab Willi, weil ich jetzt so dachte, vielleicht wachsen deine Haare am, weil die so. Wir haben Kürze, jeder einen anderen. So am wenigsten. Digga, jeder hat den hier einfach. Oh, ich bin jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Treffpunkt. Und der kriegt einen 25er Lachs mit dem Bart. Wer würde am ehesten einen Twitch-Bann kassieren? Ich hab einen richtig krass schlauen Call, aber ich weiß nicht, ob ihr so weit denken könnt. Ich sag, es gibt da nur zwei. Ja, ich sag auch, es gibt nur zwei Kandidaten. Echt? Dann sind wir nicht auf einen. Ich sag, ich hab einen richtig guten Call. Ich hab den, also ich weiß, dass ihr mich alle nehmen werdet, aber ich hab den besten Call. Was hast du? Robert. Und ich hab Willi. Ich hab Rojo. Ich hab Sydney. Ich sag euch auch, ich sag euch. Digga, aber jetzt sind wir wieder alle hier. Ja, aber ich sag dir, ich geb dir die beste Begründung. Er hat die ganze Zeit Musik in seinem Stream drauf. Ich hab das, plus eins hab ich auch, das ist auch meine Begründung. Er hat die ganze Zeit Musik in seinem Stream. Sag das nicht so. Warte mal. Nein, Leute, das stimmt nicht. Und er hat das nicht mal bei OBS eingestellt mit der Tonspur, dass es beim VOD nicht weggenommen wird. Der kriegt am safe am ersten Twitch-Bann. 100%. Achso, ich dachte am ersten. Ich hab das auch. Ich hab Willi wegen Musik. Ihr beide halt. Wegen Musik. Ja, und wo ist jetzt eure Begründung? A love letter came to. Ja, Digga, weil bei dir das. Nur bei dir. Sohn, ich dein Vater, ich noch wen und du kleine vergötterst. Also, das sind ja fünf Wörter, die bringst du in Double Time raus in deinem Stream. Aber das ist ja nicht so schlimm, das ist ja kein Fuss. Das ist voll nice. Zieh durch. Okay, mein zweiter wärst du gewesen. Nee, ich hätte ja auch zweite. Mein zweiter wärst du gewesen, weil du irgendwie vielleicht auf Twitter gehst und ein Penisbild kommt. Das ist schon mal passiert. Scheiß Twitter. Hattest du schon mal ein Twitch-Bild? Ja, deswegen, auf Twitter. Antworten, ja, da war ein Penis. Ich hab schon mal Ladyboy gegoogelt, dann waren da so Penisse und sowas. Aber dann immer schnell offline gehen, ich interessiere mich. Offline gehen, VOD löschen, kleiner Tipp an die anderen Streamer. Wer würde am ehesten aus Versehen den Limit ins falsche Loch schieben hier? Okay. Nein, das war Spaß. Nein, Sydney. Das war eine Spaßfrage, Jungs. Ich schwör's dir. Oder Roger? Freunde, der Typ. Typ, ne? Er hat gestern, ich hab mir meine Zähne geputzt und dann kam Sydney zu mir und meinte, soll ich das bei dir machen? Und hat er die ganze Zeit so gemacht. Und er hat Rohat gefragt, ob Rohat Sydneys Arsch kratzen kann, weil Sydney nicht reinkommt. Oder weil er dich sieht oder so. Eher mit einer offenen Hosentasche, einfach so, und Sydney hat sich hier die ganze Zeit so festgehalten wie T-Bag, Digga, und ist die ganze Zeit mit ihm so rumgelaufen. Aber da waren auch keine Menschen. Da waren keine Menschen, wir waren Universal. Du sagst, was machen wir jetzt? Oder wir blasen uns jetzt ein gegenseitig. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Checkt die anderen Videos ab von den Jungs. Ja, ja, Mann. Ich hoffe, es hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willst du mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check die Karte rein auf und was willst du drehen? Mit dem Wingman kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Mann, nein. Es reicht, Mann. So, Aufnahme.